Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Plankensteiner, es ist mir eine riesige Freude, hier heute zu sein, an diesem Ort, in dieser Zeit, wo einiges nicht mehr möglich ist und anderes durchaus noch möglich ist. Und ich werde heute, das ist ein Thema, das wir vor langer Zeit schon vereinbart haben, auch den Termin hatten wir vor langer Zeit vereinbart, einen Vortrag halten über ein Buch, das mich ein paar Monate lang beschäftigt hat. Also der Vortrag ist nicht über das Buch, sondern natürlich über das Thema. Afrikas Kampf um seine Kunst, Stimmen aus Afrika 1965-1985. Als ich zusammen mit Felwine Sarr für Emmanuel Macron diesen Bericht schreiben sollte, 2018, haben wir, Felwine und ich, ein paar sehr starke Erfahrungen gemacht. Manche Erfahrungen waren physischer, körperlicher Art. Die stärkste vielleicht darunter war, dass wir erlebt haben, innerhalb von wenigen Stunden, dadurch, dass wir an einem Tag, an einem Donnerstagabend in der Republik Benin waren, im Palast vom Abomey, das Sie hier auf dieser Abbildung sehen. Wir waren an einem Donnerstagnachmittag an diesem Ort, wo 1892 französische Militärs gewütet haben, das Palast eingenommen haben und Objekte daraus weggenommen haben. Heute ist der Ort leer. Und wir, die wir mit unserem Privileg der Mobilität dann mit einem Nachtflug nach Paris flogen, hatten am nächsten Tag, am Freitag früh, einen Termin im Musée du Quai Branly, wo die Objekte sich befinden, die damals in Abomey waren. Das heißt, wir haben innerhalb von 24 Stunden nicht einmal diese physische Erfahrung gemacht der Abwesenheit von Objekten an ihren ursprünglichen Orten und ihrer Abwesenheit dort und ihrer Anwesenheit in Paris, 5000 Kilometer weiter nördlich. Das war etwas, was nur selten vorkommt. Man kann intellektuell in Museen gehen und sich vorstellen, dass manche Objekte fehlen, wo sie heute vor unseren Augen in diesen Museen sind. Oder man kann nur die Erfahrung des Fehlens machen. Aber dass man beide macht, innerhalb von so wenig Stunden, war eine sehr starke Erfahrung. Eine andere Erfahrung, und das ist die, die ich heute erwähnen möchte, ist die Erfahrung, die wir in Archiven gemacht haben, in Pariser Archiven. Wir haben nämlich zunächst uns auf die Suche gemacht, dass nach Rückforderungen von afrikanischen Staaten, und wir dachten, wir finden Stapeln von solchen Rückforderungen, die nicht beantwortet wurden, und unser erster Schritt war, dass wir dachten, wir finden diese Briefe, die nie beantwortet wurden, und dann sagen wir Emmanuel Macron, er soll sie erstmal beantworten. Das war unsere Idee. Wir fanden aber solche Stapel von Briefen nicht, sondern Stapel von anderen Materialien, und zwar sehr viel Presse, sehr viel Korrespondenzen aus den 70ern und 80er Jahren. Und, das war das Schlimmste, wir fanden einen Bericht über die Rückgabe afrikanischer Kulturgüter aus einer Zeit, wo wir beide Schulkinder waren. Und in diesem Bericht, der den Generaldirektor des Louvre damals verantwortet hatte, stand, wir müssen zurückgeben, das ist ein Akt der Solidarität und der Fairness, auf Französisch Solidarité und Equité. Das war ein Schock, weil wir dachten, wir sind die Ersten, die sowas machen. Der junge Präsident Macron kommt auf diese Idee aus Generationsgründen, er kommt frisch und will das haben. Und wir stellten nicht nur fest, dass es schon mal gemacht worden war, als wir Kinder waren, sondern dass auch in Verwaltungen, in Ministerien, überall das vergessen worden war. Und mich hat das dazu veranlasst, als ich zurück in Berlin war und in meiner unmittelbaren Umgebung zu schauen, ob auch in deutschen Archiven sich solches Material finden lässt. Und da war die Überraschung oder die Erkenntnis auch verblüffend. Es gab nicht nur auch Material, sondern es gab viel mehr Material. Es gab einfach sehr, sehr viel Material zu dieser ersten Restitutionsdebatte der 70er und 80er Jahre. Daraus ist dieses Buch entstanden, Afrikas Kampf um seine Kunstgeschichte einer postkolonialen Niederlage, und inspiriert oder ja, eine große Inspiration war ein ähnlich organisiertes Buch, das 2019 erschienen ist über die erste Klimadebatte
Also über die Gründe, warum diese erste Klimadebatte, die es schon in den 70ern und 80ern gegeben hat, warum sie nicht funktioniert hat. Hier hat Nathaniel Rich rekonstruiert, wer das Treffen richtiger Entscheidungen, wie er das nennt, verhindert hat, welche Lobbyisten am Werke war, warum die Politik nicht die richtigen Entscheidungen treffen konnte, die uns heute geholfen hätten. Und jetzt sind die Entscheidungen nicht getroffen worden und der Spielraum hat sich verringert. Und genau das habe ich auch versucht in dieser Studie, nämlich zu rekonstruieren, warum ist so viel darüber gesprochen worden, über das, was wir heute noch einmal besprechen und wer oder was, welche Strukturen, welche Personen eventuell, welche Institutionen, welche Zufälle, was hat dazu geführt, dass es bei der ersten Restitutionsdebatte nicht funktioniert hat? Und die zweite große Frage war für mich, warum haben wir das vergessen, dass es sie schon einmal gegeben hat? Nun ist jetzt sehr viel gesagt worden in der öffentlichen Wahrnehmung über dieses Buch, das vor 4 Wochen erschienen ist. Und das meiste, was die Presse rezipiert hat, ist, wie die westdeutschen Museums, also in Deutschland, die westdeutschen Museumsdirektoren einfach gemauert haben und ganz krass Abwehr geleistet haben. Ich zeige Ihnen den Titel einer Rezension, Triumph der gezielten Lügen. So stark hätte ich das bestimmt nicht formuliert. Und was mir hier gefällt, das war in der Süddeutschen, ist die Feststellung des Rezensenten. Dabei glichen die Argumenten, die dieser sinistre Herrenclub in seitenlangen ablehnenden Stellungnahmen zusammentrug, frappant jenen Einwänden, die auch heute wieder vorgebracht werden. Was mir hier gefällt, ist der Ausdruck der sinistre Herrenclub. Und genau über diesen sinistren Herrenclub will ich heute nicht sprechen, sondern über die afrikanischen Stimmen, die damals die Debatte überhaupt vorgebracht haben und die ganz lange und auch zum Teil irgendwann hartnäckig versucht haben, sich in Europa Gehör zu verschaffen. Ich habe den Vortrag in 4 kleinen Schubladen organisiert, die kurz sind, 4 kleine Pakete. Sie nennen sich Dekoloniale Zukunft, Kulturelle Gerechtigkeit international, Bewegen mit Filmen und Worten und Solidarität unter Fachleuten oder viel besser keine Solidarität unter Fachleuten. Und ich werde das schnell machen, das heißt, das ist zu wenig, das ist zu oberflächlich, was ich Ihnen hier präsentiere, aber es war mir wichtig, dass wir uns immer daran erinnern, dass nicht die Europäer die Debatte erfunden haben und nicht diese Museumsdirektoren nur gemauert haben und auch nicht, dass heute irgendwelche postkoloniale, coolen Leute das als europäisches Thema behandeln, sondern dass es ein sehr, sehr starkes Interesse in Afrika gab, diese Themen behandelt zu sehen. Dekoloniale Zukunft, ich war vorhin in der großartigen Ausstellung, die gerade hier gezeigt wird, über Bell und habe dieses große Foto schon gesehen, oder das ist hier ein großes Foto in der Ausstellung auch, aber es ist ein kleines Foto dargestellt, sind die Teilnehmer des ersten Kongresses afrikanischer Schriftsteller oder schwarzer Schriftsteller in Paris 1956. In dieser Gruppe befanden sich Leute, also vor den Unabhängigkeiten vieler afrikanischer Länder, die schon seit mehreren Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten, sich ausgedacht haben, wie die Zukunft des schwarzen Denkens, der schwarzen Kultur aussehen müsste unter nicht-kolonialen Voraussetzungen. Und die Kultur spielte in diesen Überlegungen über die Zukunft eine sehr starke Rolle. Ein Teilnehmer dieses Kongresses in Paris an der Sorbonne war Paulin Joachim. Paulin Joachim war ein Dichter und er wurde im Jahr der Unabhängigkeiten zum Herausgeber einer wichtigen Zeitschrift, Bingo, die in Dakar erschienen und in der frankophonen afrikanischen Welt und in den Diasporas viel gelesen wurde. Paulin Joachim ist, nach dem, was ich in Archiven gefunden habe und recherchieren konnte, der Erste, der schon 1965, im Januar 1965, also 5 Jahren nach der
nach der Unabhängigkeit vieler afrikanischer frankophonen Länder oder von Frankreich kolonisierten Länder, der erste, der in aller Deutlichkeit einen Artikel schrieb mit dem Titel Rendez-nous l'art nègre, gebt uns unsere Kunst zurück. In diesem großartigen Artikel wird Paulin Joachim die meisten Argumente in starken Worten fassen, die dann die Jahrzehnte danach prägen werden. Ich zeige Ihnen Paulin Joachim, wie er vor einigen Jahren noch ausgesehen hat. Er ist hier 2012 in einem Dokumentarfilm noch einmal gefilmt worden, interviewt worden, und er lebt heute nicht mehr, aber er hat sehr lange als Intellektueller eine große Rolle im Frankophonen in den Beziehungen von Frankreich mit dem frankophonen Afrika gespielt. In diesem Artikel schreibt Paulin Joachim als erstes, il est une bataille qu'il nous faudra vaillamment livrer sur tous les fronts de l'Europe et de l'Amérique, la bataille de la récupération de nos œuvres d'art disséminées à travers le monde. Also es gibt eine Schlacht, die wir an allen Fronten in Europa und Amerika tapfer werden schlagen müssen, nämlich die Schlacht um die Rückgewinnung unserer über die ganze Welt verstreuten Kunstwerke. Und er geht weiter, also eine ganze Seite lang, indem er unter anderem daran erinnert, dass die afrikanischen kolonisierten Länder sehr lange als Völker ohne Kultur, ohne eigene Kultur und ohne Vergangenheit vorgestellt wurden. Er erinnert daran, dass Frankreich als Besatzungsmacht sozusagen, aber generell die Kolonialmächte immer zu betont haben, dass die Afrikaner nichts erfunden haben, dass sie überhaupt keine Zivilisierten sind, etc. Und er sagt, das ist der wichtige Satz hier in diesem zweiten Auszug, nous avons besoin de consistance pour le chemin qui nous reste à parcourir. Also, jetzt wo wir unabhängig geworden sind, brauchen wir Kraft, Konsistenz, also etwas Kräftiges, so man könnte das fast mit Kraftnahrung übersetzen, für das, was uns bevorsteht, um unsere Zukunft zu gestalten, die sich jetzt eröffnet hat, eine selbstbestimmte Zukunft, müssen wir Kraft haben, und diese Kraft werden wir in unserer eigenen Kultur finden. Deshalb, erstens, sollen wir unsere immateriellen Kultur wieder pflegen und aktivieren, die Sprachen sprechen, die unsere Sprachen sind, unsere Philosophie, unsere Glauben etc. selber studieren. Aber wir brauchen auch, und das ist der Kern des Artikels, unsere materielle Kultur oder ein Teil davon zurück, das uns erpresst worden ist. Interessanterweise und auch subtilerweise, und das ist wirklich schön gemacht, ich kann Ihnen nur die Lektüre dieses Artikels empfehlen, schlüpft auch Paulin Joachim in die Haut der Europäer, und er gibt auch alle Einwände, die die Europäer machen werden. Also er sagt, ja, wir wollen unsere Kunst zurück, und die Europäer werden sagen, ja, wir haben das für euch gerettet, wenn wir nicht da gewesen wären, hätten das irgendwelche Tiere, also Insekten gefressen, und ihr müsst uns überhaupt dankbar sein, dass wir euch klargemacht haben, dass ihr eine Kultur habt. Und das nennt das eine brillante Dialektik von Europa, la dialectique brillante que l'Europe a toujours su servir à ses interlocuteurs. Und das Wichtige ist hier, mais personne aujourd'hui en Afrique ne se laisse plus prendre à ce marché de dupes. Also es ist diese brillante Dialektik des Rettungsnarrativs, aber wir fallen nicht mehr rein. Niemand fällt mehr darauf ein, sagt Paulin Joachim. Der Artikel ist selbstbewusst, sehr klar formuliert und ist ein Appell. Warum 1965? Weil das im Vorfeld der Organisation des ersten panafrikanischen Festivals in Dakar war. Das würde uns zu weit führen, darauf einzugehen, aber es sei an dieser Stelle gesagt worden. Sehr interessant ist die Tatsache, dass diese Diskussion, die in den 60ern, Mitte der 60er auf dem afrikanischen Kontinent südlich der Sahara geführt wurde, auch bald in europäischen Medien zu identifizieren ist, wiederzufinden ist. Ich zeige Ihnen einen Auszug aus einer Sendung, die ich wahnsinnig froh war,
zu finden im Archiv des ZDF. Das war eine dreistündige Talkshow 1984 im Überseemuseum in Bremen, also mit einem schrägen Setting. Hier ein Südseedorf mit 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und drei Kameras, die sich drei Stunden lang über Restitution unterhalten haben. Und darunter, unter den Gästen, war ein Ethnologe, Tirmisiou Diallo aus Guinea, der damals in Deutschland promoviert hatte, der heute noch sehr aktiv ist, so sieht er heute aus, und der damals genau diese Verknüpfung der Wiedererlangung der eigenen Vergangenheit, um eine bessere Zukunft zu oder überhaupt die Zukunft zu gestalten, in deutscher Sprache für ein breites Publikum formuliert hat. Sie können sich nicht daran erinnern, aber damals gab es nicht mehrere Fernsehkanäle, sondern ungefähr 1, 2, 3. Also ZDF ist das zweite, und das heißt, Millionen von Zuschauern, von potenziellen Zuschauern, haben gehört, was er zu sagen hatte, und die anderen auch. Was er zu sagen hatte, ist in einer Linie zu verstehen mit dem Artikel von Paulin Joachim. Ich spiele das ganz kurz, das dauert 30 Sekunden. Diese Ausbeutung, die war nicht nur materieller Art, die war auch kultureller Art. Durch die nationale Bewegungen sind wir dazu gekommen, unsere Kultur wieder zu entdecken, der man uns sozusagen bis dahin enthalten hatte. Und zwar auf zweierlei Ebene. Einmal auf der theoretischen Ebene und andermal auf der konkreten, indem man uns das weggenommen hat. Und ich denke, man sollte einen Weg finden, in dem so weit von den Ländern verlangt wird, die Objekte, die für unsere weitere Entwicklung, kulturelle Entwicklung wichtig sind, zurückgegeben werden. Großes Schweigen auf dem dort. Sie merken, dass schon 84, das ist wann, also vielleicht waren die meisten, die hier stehen, sitzen, nicht geboren. Es ist vor 40 Jahren fast, dass diese Themen sehr präsent waren, auch in Europa. Wichtig ist mir an dieser Stelle aber zu betonen, dass eben nicht nur afrikanische Intellektuelle und Wissenschaftler dieses Thema nach Europa brachten, sondern sie hatten hier auch ein paar Unterstützer, also nicht nur ein sinistrer Herrenclub, sondern, und ich zeige Ihnen gerne an dieser Stelle, den Historiker und Kollegen Helmut Bley, der hier als Kolonialhistoriker tituliert wird. Auch er ist immer noch sehr aktiv. Ich zeige Ihnen die Gesichter dieser Kollegen heute noch, um auch die Tatsache zu betonen oder zu sichtbar zu machen, dass das Thema ein Menschenleben lang uns schon begleitet. Helmut Bley sagte damals in dieser Sendung, das dauert 2 Minuten, aber es ist mir wichtig, dass Sie auch hören, dass Thesen, die wir heute neu glauben, schon damals sehr deutlich formuliert wurden. Er sagte, er wurde gefragt, ob Kolonialismus mit Gewalt zusammenhängt. Es gibt wohl kaum einen Fall, wo nicht mindestens der Anfang sehr gewaltsam war, weil ja relativ kapitalarme Gesellschaften, Kolonialpioniere zurechtkommen wollten, in diesem Land verdienen wollten oder Gouverneure, die Weisungen hatten oder die Soldaten mit sehr wenig Aufwand Herrschaft zu errichten. Und mit sehr wenig Aufwand schlicht das sehr schnell in Gewalttätigkeit um. Und insofern gibt es natürlich auch berühmte Plünderungen, auch großer afrikanischer Städte. Die berühmte Stadt Benin ist geplündert worden oder die berühmte Stadt Kumasi. Also es gibt doch wichtige Fragen des Gewalteinteils. Aber ich würde Herrn Diallo zustimmen, dass viel wichtiger die Erfahrung des Verlustes der Unabhängigkeit ist. Und ich glaube, dass wir, die hier politisch Selbstbestimmung haben, vielleicht wenn wir uns etwas zurückerinnern in Zeiten, wo wir die nicht hatten, dass wir kaum noch nachvollziehen können, wie es ist, wenn einem die politische Selbstbestimmung und dann auch noch die kulturelle Selbstbestimmung wirklich mit Gewalt und auch mit Infamie, eine primitiv, rassisch minderwertig, genommen wird. Und da würde ich auch sagen, dass dann der entwicklungspolitische Gedanke, Wiedererrungen der Unabhängigkeit auszufüllen und anzureichern mit nationaler Kultur, ein ganz wichtiges internationales Anliegen ist. Ich
weiß nicht, was das mit Ihnen bewirkt, solche Auszüge. Für mich war das ein großer Schock, muss ich sagen, eine große Erkenntnis, zu merken, dass Benin City, Kumasi, die Tatsache, dass die Rückgabe ein großes internationales Anliegen sein müsste, dass das alles schon einmal sehr deutlich, manchmal viel besser als in unserer Zeit formuliert ist, das hat mich sehr erschrocken und für mich war es dadurch extrem wichtig, diese Quellen sichtbar zu machen. In dieser Talkshow kommen noch Juristen zur Sprache, sogar ein Sozialpsychologe, der sagt, das Problem, das wir haben mit der Kolonialzeit, ist ein psychologisches Problem, weil Europa seine Deutungshoheit nicht abgeben will und solche Sachen. Also es war alles schon da und der Impuls, auch der theoretische Impuls, der intellektuelle Impuls kam ganz deutlich aus afrikanischen Ländern. Die anderen beiden Blöcke, die drei Schubladen, die ich heute behandeln möchte, mache ich etwas schneller. Die Basis ist, glaube ich, jetzt für alle klar geworden. Zweitens also kulturelle Gerechtigkeit international. Wir haben gerade von Intellektuellen in Afrika gesprochen, Journalisten von den Medien und bald, also spätestens 1972, 73, kam das Thema der Restitution auf die internationale politische Bühne. Sie sehen hier, wie die Flaggen der neuen unabhängigen afrikanischen Flaggenstaaten, die Flaggen gehisst werden, vor dem Hauptgebäude der UNO in New York. Und schon 1960 sagte die Erklärung für die Gewährung der Unabhängigkeiten, dass die Kultur eine ganz zentrale Rolle spielt, also dass die neuen Staaten selbstbestimmt ihre Zukunft gestalten sollen, aber auch ihre Kultur gestalten sollen. Und sehr wichtig ist der dritte Absatz in dieser Erklärung, nämlich die Erinnerung daran, dass fehlende Infrastrukturen oder noch nicht funktionierende Infrastrukturen auf gar keinen Fall ein Argument gegen die kulturelle Selbstbestimmung sein darf. Sie kennen bestimmt aus aktuellen Diskussionen den Hinweis, dass in manchen afrikanischen Staaten es noch keine Museen gibt etc. Aber schon damals ist klar gemacht worden, was es noch nicht gibt, darf nicht als Vorwand genommen werden, um die kulturelle Bestimmung zu verhindern. Das war damals schon ausdrücklich klar und damit versteht man auch, dass sie wussten im Grunde wahrscheinlich, was passiert. Die Restitutionsangelegenheit wurde richtig von der UNESCO als Tochter der UNO ab 1996, also 96 eigentlich, zur Chefsache, als der erste afrikanische Generaldirektor der UNESCO, Amadou Makhtar Mbo aus Dakar, wurde, Sie sehen ihn hier, als er zum Direktor General der UNESCO gewählt wurde, auch er lebt, er ist 100 Jahre alt geworden, vor 2-3 Wochen in Dakar und anlässlich seines Geburtstages gab es auch eine große Restitutionstagung online, wo er teilgenommen hat. Amadou Makhtar Mbo machte die Restitutionsangelegenheit einerseits zur Chefsache und andererseits zu einem großen humanistischen Thema. Also er verknüpfte die Idee eines Rechtes auf Kultur mit dem Völker, mit dem internationalen Völkerrecht. In Erinnerung geblieben ist eine große Rede, die er in Paris gehalten hat, also groß, nicht sehr lang. Sie können sie auch nachhören auf der Homepage, auf der Webseite der UNESCO. Er sagte im Grunde, dass die Völker, die ihre Kulturgüter verloren haben, ich lese die deutsche Übersetzung, die Völker, die von dieser manchmal jahrhundertelangen Plünderei betroffen waren, wurden nicht nur unersetzlicher Kunstwerke beraubt, sie wurden einer Erinnerung enteignet, die ihnen gewiss zu einer besseren Kenntnis ihrer selbst und mit Sicherheit zu einem besseren Verständnis durch die anderen verholfen hätte. Diese Völker wissen natürlich, dass das Ziel der Kunst universell ist, etc. Sie freuen sich, wenn die ganze Welt davon profitieren können, aber sie müssen diese Objekte zurückbekommen. Also die beraubten Männer und Frauen fordern, dass ihnen wenigstens die repräsentativsten Kunstschätze ihrer Kultur zurückgegeben werden, diejenigen, denen sie die größte Bedeutung beimessen, die, deren Fehlen ihnen psychologisch am unerträglichsten ist, diese Forderung
ist legitim, sagte Amadou Makhtar Mbo. Und diese Rede ist eigentlich sein, es ist ein Appell und das ist auch seine große Richtlinie, die er verfolgt hat in seinen zwei Mandaten als Generaldirektor der UNESCO. Die Idee, und er wurde in diesen Bestrebungen, das Ganze auf völkerrechtlicher Ebene zu klären, von den meisten afrikanischen Staaten unterstützt, plus einige weitere ehemalige Kolonien, unter anderem Sri Lanka, das sehr, sehr aktiv für die Rückführung eines Teiles seines Kulturerbes gekämpft hat. Sri Lanka ist das ehemalige Ceylon, eine ehemalige britische Kolonie. Drittens. Wir haben erstens den Anfang dieser Bewegung im Zusammenhang mit den Unabhängigkeiten kennengelernt, dann gesehen, dass es politisch auf einer politischen internationalen Ebene behandelt wurde. Und parallel dazu, und das ist auch sehr wichtig und ist heute auch wieder der Fall, haben Künstlerinnen und Künstler, damals eher Männer, also Filmemacher und Dichter auch das Thema sehr stark nach vorne gebracht und sichtbar und hörbar gemacht auf dem afrikanischen Kontinent. Ich nenne Ihnen nur drei Beispiele an dieser Stelle und ich kann Sie nur dazu einladen, diese Filme und Texte selber zu lesen, denn sie machen sehr, sehr viel Echo mit dem, was wir heute erleben. Einer dieser Filme wird demnächst sogar online gezeigt, in einer Veranstaltung des Rauten Strauch Just Museums. Der Film heißt You Hide Me. Er ist von 1970 und war die Abschlussarbeit dieses jungen Mannes, Owu, O-W-O-O, ein berühmter ghanaischer Regisseur, der in London Film studiert hat und 70 eben diesen Film gedreht hat. Auch er ist unter uns und wird demnächst eben bei dieser Veranstaltung auch ein Gespräch online führen. In diesem Film, also Du versteckst mich oder Sie verstecken mich, geht es darum, dass zwei junge afrikanische, ein junges afrikanisches Paar, das ist ein Dokumentarfilm, er, Owu und Margaret Pra, in die Keller des British Museums gehen und dort afrikanische Kunst auspacken, aus Kisten, aus Plastiktüten. Und während das gefilmt wird, 20 Minuten lang, hört man eine Stimme im Hintergrund, die Forderungen stellt. Der letzte Satz des Filmes ist oder lautet: Wir, die Völker Afrikas und Nachfahren von afrikanischen Menschen, fordern, dass unsere Kunst, die unsere Geschichte in sich eingekapselt hat und unsere Zivilisation und unsere Religion und unsere Seele uns sofort und bedingungslos zurückgegeben wird. Dieser Film war zwar nur ein Dokumentarfilm eines Studenten, aber es hat eine riesige Karriere auf Festivals. Es ist in Frankreich gezeigt worden, in der UdSSR gezeigt worden und war eine Art Pamphlet oder war ja, eine Forderung in Filmform für Restitution mit einem großen Impact. Das läuft parallel zu den politischen Versuchen, die, das ist der Subtext und das wissen Sie alle, die ganze Zeit scheitern. Also es bewegt sich nicht, das muss man im Kopf haben. Ein anderes Beispiel eines Intellektuellen, eines Dichters, der sich damals und heute sieht er folgendermaßen aus, mit Worten für Restitution oder ja, eingesetzt hat und die Problematik der totalen Abwesenheit von afrikanischen Kulturgütern in Afrika und deren massiven Anwesenheit in europäischen Museen war Ni Oshundare aus Nigeria, der mehrere Gedichte dem Thema gewidmet hat, zum Beispiel dieses hier, er beschreibt seine Gefühle beim Anblick einer Benin-Maske im British Museum. Diesen Text hat er 1977 im Kontext des panafrikanischen Festivals Fest-Ak geschrieben und 1983 veröffentlicht. Wenn Sie es
Es geht darum, dass er hier die Entwurzelung einer dieser Maske stark thematisiert und die Nostalgie und die Wehmut, die das bei ihm auslöst, wenn Sie den Text nachlesen wollen, ist der von Nathalie Okpu kommentiert worden in einem Blog, den wir mit solchen Texten erarbeitet haben an der Technischen Universität in Berlin in den letzten Monaten. Und das erscheint auch demnächst in Buchform. Der Kommentar von Nathalie Okpu ist ganz großartig und Sie können den Originaltext auch lesen. Vielleicht von einigen bekannt ist auch die Tatsache, dass der Nobelpreisträger für Literatur, Wole Soyinka, ebenfalls aus Nigeria, auch er sehr früh die Restitutionen im Visier hatte und die Rückgabe bzw. Rücknahme von Objekten, insbesondere aus dem British Museum in London, gefordert hat. Wole Soyinka lebt auch heute. Noch ist unter uns und er schreibt in seinen Memoiren, in seinen Erinnerungen 2006, dass er 1977, also auch anlässlich des Festakt, als Großbritannien bestimmte Objekte nicht ausleihen wollte nach Lagos. Er schreibt, dass er seine Regierung vorgeschlagen hat, man müsste ein bewaffnetes Kommando, also eine richtige Hauruck-Aktion machen und nicht mehr diplomatisch und auf internationaler Ebene mit irgendwelchen Gremien versuchen, Restitutionen oder Rückgaben oder Leihgaben zu erhalten, sondern man müsste einfach hingehen und sich alles holen. Und für alle, die manche Filme gesehen haben, wie Black Panther oder Invasion 1897, ein nigerianischer Film, der über die Plünderung von Benin City gesehen hat, Film von 2014, da wird auch klar, dass dieses Narrativ des wir holen es zurück, wir warten nicht, wir nehmen das von den Vitrinen, auch das war alles schon in den Köpfen vor 40, 50 Jahren und es ist sehr eindrucksvoll zu sehen, wie der Frust oder zu lesen auch in manchen Quellen, wie der Frust sich aufbaut und eben von einer höflichen Dauerleihgabenbitte am Anfang, und ich komme gleich darauf zurück, das Ganze eben in solche Visionen von Gewalt und von brutalen Zurückholen sich entwickelt. Das ist sehr wichtig, um auch die Situation heute zu verstehen, auch die Anspannung der Debatte. Wir denken immer, wir sind angespannt, weil ich weiß nicht warum, aber das liegt auch daran, dass die solche Forderungen formuliert haben, heute 80 Jahre alt sind und 20 oder 30 waren, als sie damit begonnen haben. Und man kann sich auch die kollektive und individuelle Ungeduld gut vorstellen. Ich bin fast fertig. Ich wollte, weil wir hier an einem Museum, an einem wichtigen Museum für diese Fragen sind, auch mit einem sehr aktiven, energischen und progressiven Team, wollte ich als vierte Schublade, als letzte Schublade, das Verhältnis von Museumsleuten unter sich aus afrikanischer Perspektive ganz kurz thematisieren. Denn bis jetzt haben wir von Politikern gesprochen, von Journalisten. Ich gendere gerade nicht, weil es tatsächlich fast alles nur Männer waren. Zu 99,5% sind die Stimmen, die sich damals erheben, die von Männern, sowohl in Europa als auch in Afrika. Also wir haben Journalisten kennengelernt, wir haben von Künstlern, von Filmemachern gesprochen, wir haben die Politik kurz mit der UNESCO und mit Amadou Makhtar Mbo genannt, aber die Museumsleute und ein Museumsmann spielten eine ganz zentrale Rolle. Barbara Plankensteiner kennt ihn gut, hat auch über ihn geforscht und publiziert, Egbo Eyo. Egbo Eyo, Sie sehen ihn hier in den 80er Jahren, als er Mitte der 80er Jahre, als er bereits eine Professur in den USA angenommen hatte, aber er war sonst von den Ende der 60er Jahre bis zu den 80er Jahren die führende Museumsstimme im Kampf um Rücknahmen. Egbo Eyo war der erste afrikanische Archäologe. Er ist in Cambridge promoviert worden und war ein sehr angesehener Wissenschaftler. Von ihm stammen die ersten Versuche, die ersten Papiere, die ich in deutschen Archiven finden konnte, um Kunstwerke aus Afrika, aus Nigeria
also die in westlichen Sammlungen waren, zurückzuholen nach Benin City. Ich weiß nicht, ob Sie es gerade lesen können. Es handelt sich hier um einen Brief des Auswärtigen Amtes von Mai 1972, in dem das Auswärtige Amt, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hans-Georg Wormit, hieß der Präsident damals, anschreibt, und um zu versuchen, das Anliegen von Egbo Eyo zu unterstützen. Ich lese kurz vor, wenn es mir gelingt. Der Direktor der antiken Behörde in Lagos, Mr. Egbo Eyo, hat die Botschaft, die Deutsche, um Hilfe gebeten. Egbo Eyo möchte, vielleicht kann das jemand besser lesen als ich, möchte einige wenige, ich kann das nämlich in meinem Computer hier nicht lesen, es ist sehr, sehr klein. Also, wunderbar. Er möchte, und das Wichtigste ist, einige wenige Stücke als Dauerleihgabe nach Nigeria zurückbekommen. Das ist extrem wenig. Wir merken, am Anfang geht es darum, nur unter Museumsleuten solidarisch zu sagen, ey, ihr habt viel, wir haben gar nichts. Das kommt danach im Brief, dass in Nigeria fast nichts aus dem ehemaligen Königreich, also aus der Hauptstadt Benin City, Benin, nichts vorhanden ist, und er möchte einige wenige Stücke als Dauerleihgabe haben. Barbara Plankensteiner hat schon vor einigen Jahren publiziert darüber, dass diese Anfrage auch nach Wien ging, ins Museum. Sie liegt hier in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Westberlin. Man findet dieselbe Anfrage in Paris. Er hat eine Art Rundbrief geschrieben und wollte einige wenige Stücke haben aus Solidarität von Museumsleuten. Wichtig ist, bei ihm und bei anderen afrikanischen Wissenschaftlern ist, dass sie einerseits eben auf dieser politischen Ebene oder auf dieser unter Museumsleuten versuchte Objekte zurückzubekommen und andererseits publiziert haben, wichtige Schriften im Fall von Egbo Eyo, zum Beispiel dieses Kompendium 2000 Jahre nigerianische Art, das heute noch ein Standardwerk ist. Und in diesem Werk macht er sehr klar, gleich in der Einleitung, da wo es um seine Herangehensweise geht, dass es extrem wichtig ist, dass afrikanische Wissenschaftler sich wissenschaftlich ihre eigene Kunst wieder aneignen, mit den eigenen Kategorien, mit der eigenen Epistemologie. Sie sehen hier, ich habe einfach Europa, Europa, Europa markiert. Gleich in der Einleitung sagt er, wir können nicht mit den europäischen Kategorien arbeiten, weil die Europäer die Form und die Seele von Objekten trennen. Und wir Afrikaner, das kommt etwas später in dieser Einleitung, für uns sind diese Objekte unzertrennlich von Philosophien, Glauben, Ritualen etc. Und es ist extrem wichtig, sagt er als Wissenschaftler immer wieder, dass wir uns das wissenschaftlich wieder aneignen. Und das ist interessant, er argumentiert stets, auch in seinen Leihgabegesuchen, stets als Wissenschaftler. Und deswegen zeige ich Ihnen doch ein paar von den finsteren Herren, damit Sie sehen, wie die darauf reagieren. Einer davon ist Friedrich Kussmaul, Direktor des Lindenmuseums, damals in Stuttgart, der in Briefen an die Politik schreibt, zum Beispiel, wenn er darum gebeten wird, eine Meinung über Restitution zu formulieren: In Kreisen afrikanischer Intelligenz ist ein manchmal übersteigertes Gefühl eigener Würde, Leistung, Tradition und Zusammengehörigkeit entstanden. Also eine absolut arrogante, abschätzende Wahrnehmung der afrikanischen Intelligenz, die, wie er sagt, sich für zu wichtig oder ihre Würde zu weit oben platziert. Wenn er gefragt wird, was sollen wir tun im Falle, also mit diesem Thema Restitution, im selben Brief sagt er, es sollten gemischte Kommissionen gegründet werden aus europäischen und amerikanischen Museumsleuten, die in Afrika arbeiten sollten, Zitat, da nur in diesem Fall eine kenntnisreiche, zuverlässige Grundlage zu schaffen sei. Also eine wirkliche Negierung der Kompetenzen und auch des Selbstbestimmungsstrebens afrikanischer Kollegen. Es ist in Berlin bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Sie sehen hier den schon genannten Hans-Georg Wormit, Präsident der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz in West-Berlin auf der linken Seite und sein Generaldirektor der Staatlichen Museen, Stefan Wetzold, auf der rechten Seite. Auch sie reagieren intern, schreiben sehr viel über diese Anfrage aus Nigeria. Ich zitiere nur wenig, das sind Stapel von Papieren und wenn es Sie interessiert, habe ich auch ausführlich daraus zitiert, weil es faszinierend ist. Einer der Motive, der Hauptmotive, der Dauermotive ist, dass es doch unverantwortlich sei, dem Nationalismus der Entwicklungsländer nachzugeben, um eventuell politische Soforterfolge des Auswärtigen Amtes in eckigen Klammern zu haben. Also hier argumentieren die Westberliner sehr, indem sie immer nur eine Art Nationalismus unterstellen, einen ausschließlichen politischen Nationalismus der jungen, unabhängigen Länder. Wie reagiert Egbo-Eyo darauf? Nach ungefähr 15 Jahren erfolglosen Bittstellungen und auch zum Teil demütigenden Gesprächen, die er immer wieder dargestellt hat. Also er schildert seinen Frust in vielen Publikationen. Sein Frust hat nicht nur mit Deutschland zu tun, sondern naturgemäß hauptsächlich mit Großbritannien und mit London, wo er nichts erreicht von dem, was er versucht, als Leihgaben zu bekommen. Ab 1980 hört er quasi auf, diese Gespräche zu führen und geht zwei andere Wege. Einerseits versucht seine Behörde und sein Staat unter seiner Expertise Benin-Bronzen auf dem Kunstmarkt wieder zu kaufen. Unter anderem spielt ein großes Auktionsereignis 1980 bei Sotheby's in London eine zentrale Rolle, weil Nigeria für 1 Million Pound eine Handvoll Objekte zurückkauft, was die Weltgemeinschaft erstaunt, dass dieser Staat das so ernst nimmt, dass er nicht nur Rückgaben will, sondern selber bereit ist zu zahlen. Und der andere Weg, den Egbo-Eyo geht, ist der Weg der Ausstellungen. Er kuratiert eine große Wanderausstellung, über altnigerianische Kunst, die überall in der Welt in der politischen Situation des Kalten Krieges, sowohl in den USA, in New York, Detroit etc. gezeigt wird, als auch in der UdSSR und schließlich auch sogar in Berlin, in Ostberlin, im Pergamonmuseum. Wir schreiben das Jahr 1985 und diese Ausstellung nutzt Egbo-Eyo einerseits, um zu demonstrieren, wie groß und wichtig die Kulturen sind, die in dem, was Nigeria geworden war, sich entfaltet hatten. Zweitens, um das wissenschaftlich zu bearbeiten nach seiner Methode, mit seinem Werkzeug. Und das ist wichtig, strategisch auch, um Forderungen mit der Ausstellung zu stellen. Sie sehen hier ein Foto der Ausstellungseröffnung in Ost-Berlin 1985 und der Minister hält gerade den Katalog hier, die ostdeutsche Ausgabe des Katalogs, also Schätze aus Alt-Nigeria. Und wenn wir reinschauen, dieser Katalog ist noch sehr verbreitet, man findet ihn sehr leicht noch. Und in der Einleitung schreibt Egbo-Eyo, dass es wirklich peinlich ist, dass Benin dass Nigeria von vielen Regionen des Landes eigene Kunstwerke hat und eigene Sammlungen, mit denen er eine solche Ausstellung auch organisieren kann, aber dass er für die Benin-Kultur fast nichts hat. Ich lese vor, was ihm im Vorwort geschrieben ist. Benin ist nun darauf angewiesen, übrig gebliebenes und zweitrangiges sowie Nachbildungen und Fotografien von Werken, die nicht in seinem Besitz sind, zu zeigen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Umstände, unter welchen die Objekte Benin weggenommen wurden, neu überdacht und gewürdigt werden. Museen, welche die Werke erworben haben, könnten ein oder zwei Stücke als Dauerleihgaben zur Verfügung stellen. Das ist 1985. Auch damals hatte er keinen Erfolg. Sie wissen, dass in diesen Tagen, diese Wochen, sehr viel sich bewegt, gerade in der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf Nigeria. Und wir merken,
Es ist wirklich an der Zeit nach diesem fast halben Jahrhundert. Ich ende schnell mit der Situation heute. Mein Vortrag hat sich auf die afrikanischen Stimmen fokussiert und ich möchte, es ist mir ein Bedürfnis, daran zu erinnern, dass momentan auch in Afrika südlich der Sahara und in den Diasporas sehr viele afrikanische Stimmen und Intellektuelle sich mit dem Thema befassen und dass es wichtig wäre, dass wir viel mehr zuhören und mitbekommen, was sie zu sagen haben. Ich nenne an erster Stelle natürlich meinen Kollege und Freund Felwine Sarr hier auf der linken Seite, aber ich möchte ein paar weitere Kollegen und es ist nur eine kleine, knappe Auswahl von Menschen, mit denen ich im Kontakt bin und im Gespräch bin und war und deshalb auch genau weiß, wie wichtig ihre Stimmen sind. Auf der rechten Seite Souleymane Bachir Diagne, der vor wenigen Wochen noch einen großen, großartigen Vortrag zu diesem Thema gehalten hat. Er ist Professor für Philosophie an der Columbia University in New York und stammt wie Felwine Sarr auch aus Senegal. Aber man könnte unter den Museumsleuten auch Malik Ndiaye nennen, Direktor des Musée Théodore Monod, auch in Dakar, der vor, wann war das, im März, Ende März, auch einen großen Artikel, ein großes Interview gegeben hat, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die afrikanischen Stimmen sind, oder auch ebenfalls aus Dakar, Senegal, Madi Bokoum, Direktor des neuen Musée des Civilisations Noir in Dakar, und vor einer Woche oder zwei Wochen hat tatsächlich Dakar eine Kommission für die Restitution des afrikanischen Kulturerbes gegründet. Und was es heute aber auch gibt, und damit möchte ich enden, sind auch starke Frauenstimmen, unter anderem die von Sylvie Memel-Kassi, Direktorin des Nationalmuseums in Abidjan, die unermüdlich in verschiedenen Medien und im Gespräch auch mit französischen Behörden für die Côte d'Ivoire, die Elfenbeinküste, an Restitution arbeitet. Damit beende ich diesen Vortrag in der großen Hoffnung, dass wir in unserem Menschenleben und vielleicht bevor wir selber 80 Jahre alt sind, dass sich etwas bewegt in dieser unerträglichen Situation, die die Generation vor uns als Verantwortung überlassen hat. Und ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn wir das nicht der nächsten Generation weiterschieben, sondern dass wir, die wir heute leben, die Erwachsenen von heute, gute Lösungen finden. Und es sieht momentan danach aus. Ich bedanke mich.